Im Nachbarschaftsderby zwischen dem EC Red Bull Salzburg und den Black Wings Linz zunächst einmal die in Mai spielenden Salzburger Bock. Jetzt wieder Kontermöglichkeit, wird hier nicht attackiert, super gemacht und gut reagiert von Nick Ziegler, der im Tor der Salzburger Bär. Jetzt wieder zunächst eine schöne Aktion. Die Linzer können sich dank einer guten Verteidigung nicht wirklich durchsetzen. Und vorerst bleibt es torlos. Jetzt wieder eine schöne Kontermöglichkeit. Wird hier nicht attackiert. Hier wäre es wichtig, mehr einzugehen. Schuss. Und gut gemacht von Benedikt Oschkan im Tor der Gäste. War nicht so einfach, ist aus. Jetzt wieder Bulli. Schuss. Der Puck bleibt auf Freischuss. Nachschuss und Tor. 1:0. Herrlich gemacht. Durch Julius Auer, naja, wenn man den Puck nicht wegbringt, darf man sich nicht wundern, dass es irgendwann einmal scheppert. Spielstand jedenfalls 1:0 und das war auch der Spielstand nach 20 Minuten. Dann das zweite Drittel. Pass. Immer noch die Salzburger Puck. Wie gesagt, es wäre wichtig, den Puck vom eigenen Tor nach Möglichkeit wegzubringen. Jetzt wieder Pass, Schuss und Tor! 2:0 durch Maximilian Duller. Herrlich gemacht und keine Chance für Benedikt Oschkan, da irgendetwas zu machen. Der Jubel bei den Salzburgern natürlich entsprechend groß. Jetzt wieder eine gute Aktion. Herrliche Kontermöglichkeit. Salzburger versuchen es über die linke Seite. Da könnte durchaus mehr sein. Wird hier nicht attackiert. Schuss! Und Tor! 3:0 durch Sebastian Gangl. Herrlich gemacht. Und auch dieses Tor war sehr schön anzuschauen. Dann wieder eine Kontermöglichkeit. Zunächst können sich die Salzburger wieder verteidigen. Wird nicht attackiert. Schuss! Tor! Erster Treffer für die Gäste durch Sebastian Ibis. Und hier wäre es auch wichtig für den Torhüter, dem Schützen nach Möglichkeit die Chance zu nehmen und den Puck aus der Gefahrenzone zu befördern. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Schuss! Tor zum 5:1, das war Andreas Brandler, der sich auch in die Torschützenliste eintragen konnte. War nicht so einfach, wie es aussah. Und wir sehen hier im Hintergrund Martin Jäger, der in etwa zur Halbzeit ins Tor kam. Jetzt wieder eine gute Aktion. Die Salzburger übernehmen das Kommando. Wird hier nicht attackiert. Schuss! Tor zum 9:1 durch David Zernik, herrlich gemacht und der Spielstand nach 40 gespielten Minuten lautete verdientermaßen 10:1 für die Salzburger. Auch dieser Spielstand geht von der Höhe absolut in Ordnung. Dann der Schlussdreck. Pass, immer noch die Salzburger. Schuss gut abgewehrt, aber es ändert sich nichts daran, dass die Salzburger einen verdienten 11:1 Heimerfolg gegen die Linzer feierten.